Guten Morgen. Ach, ich habe mich verraten. Ja. Okay, kannst du dich nicht ganz normal Nein, das finde ich schön. Das ist ein Kostüm, Harry Potter-Kostüm. Das ist Hermine Granger. Ich bin nicht Harry Potter, ich bin kein Junge. Kannst du bitte dich normal anziehen? Das ist doch in Ordnung, lass sie doch. Ich Komm mal her. Tot. Wieso schwitzt sie sich tot? Hey, weil die da rennen und so. Oh, weil Julia, du weißt doch, wie warm es da in der Wohnung ist. Alles cool, lass sie so. Den macht man nicht um Hals rum, sondern den macht man hier um den Kran. Und da ist noch der Zopf drin. Hermine Granger. Okay, guten Morgen. Es ist der Tag nach der kritischen Masse. Oh, mein Arsch tut weh. Mit dem Fahrrad bist du gefangen? Ja, mit meinem Marianneplatz angefangen, dann nach Pankow hoch und dann zurück nach Brandenburger Tor, großer Stern. Cool. Macht das, bin eh nicht zu nichts gebrauchen im Moment. Wie macht das, bin ich zu nichts gebrauchen? Ich darf das machen. Meine Frau hat mir Erlaubnis gegeben gerade. Naja, sonst sehen wir ich darf mich selber bewegen, ist ja unglaublich. Nein. Wir sehen uns ja eh schon nämlich, aber ich kann gerade auch nichts machen. Naja, du, ob ich jetzt nach Hause gekommen wäre und dir beim Schlafen zugeguckt hätte? Das meine ich doch. Ja, weiß ich doch selber. Ja. So ein kleiner Vorwurf war das. Nein, war so, kein Vorwurf. Mach das ruhig. Mm-mm. Mach das. Jetzt gucken wir uns mal Harry Potter wieder an. Ja. Ach, komm, die schlecht waren die. Außer Dobby, den möchte ich nochmal sehen. Och, der hat Harry Potter geholfen. Aber ich möchte, dass er stirbt. Mach du weißt, wie lange ich geweint habe. Geholfen. Geholfen, aber und der Snape ist auch gestorben. Der war Snape eigentlich auch die ganze Zeit auf der guten Seite. Der Snape, also du meinst den mit dem schwarzen Mann. Weißt du, du immer so, und der, und ich so, was ist das denn? Du hast mit Namen überhaupt keinen Schimmer. Das ist voll anstrengend immer bei dir. Wenn man irgendwas besprechen will von irgendjemandem, weißt du immer gar nicht, wer das ist. Wir sind schon ein bisschen lockig. Eigentlich ist jedes Haar immer lockig. Hä? Stimmt gar nicht. Außer Katze, die immer. Siehst du? Also hast du schon ein Außer. Misto! Gibt's noch mehr Außer? Mit dem Misto-Misto. Bist du nicht der Misto? Ja, mein Sohn, den haben sie gestern runtergeholt hier, als er die Tür offensichtlich unsanft aufgerissen haben. Ist das Ding von der Wand gefallen. Und die Scheibe zerplattert. Zersplattert. Das Bergamont habe ich ihm gerade gekauft gehabt. Seht man das? Wie der fliegt? Das ist cool. Ja. Das ist ein geiles Foto. Das habe ich auch nur einmal. Ich habe keine digitalen Abzüge davon. Okay. Also, wir machen auf. Zwar räume ich jetzt erstmal alle draus. Und dann sehen wir weiter. Heute kommt es raus. Das haben wir erstmal noch repariert hier den Rad. Hat sich ja nicht gelohnt. Ja, aber jetzt ist ja nur so ein. Ist ein Enig, ist handgelötet oder Handgeschweiß. Die Dinger. Aber. Gut, sehr halt nicht. Kundenwerkstatt. Oh, habe ich angesaut hier. Gut. Machen wir mal Haare. Dann legen wir mal los. Warten wir mal auf den ersten Kunden. Ne? Heute bei so trübem Wetter. Schauen wir mal.
Hurra, hurra, der Fernsehstar ist wieder da. Na, nicht mehr da. Star-Allüren. Ach, der holt erst noch eine Zeitung. Na, dann können wir ja lange warten. Ich darf deinen Auftritt hier sehen, wie auch alle anderen. Hast du gesehen? Ja, ja. Ich wurde ja live von irgendwelchen YouTubern darauf aufmerksam gemacht. Ja, guck mal, ich wach auf und morgens gleich der erste ist Wolfgang, den ich sehe. Auf Internet war das gestern oder vorgestern. Also, lies mal vor, Wolfgang, dein Auftritt. Der weltberühmte Wolfgang liest die News. Achtung. Zu viel Partys, zu viele Verstöße. 1500 Polizisten im Corona-Einsatz. Dafür ab jetzt weniger Verkehrskontrollen. Schön, dann können wir ab jetzt wieder rasen. Und ja, ist doch toll. Kannst du Borussia nicht zerschneiden, kannst du offen fahren heute. Weniger Verkehrskontrollen, haben sie gesagt. Was meinst du? Du darfst jetzt offen fahren, ist scheißegal. Ach, ist das dein Auto? Das blaue, ja. Ach so, der. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du bist jetzt mit dem Großen hier. Das wäre ja gleich mit dem Großen gekommen. Weil mit so eben kam das Ding, ja. Ja, Wolfgang, ich habe gesehen, deine 10 Sekunden Star-Auftritt im Internet-TV. Ja, ja. Wunderbar, aber hier hast du ja immer stundenweise Filmmaterial schon bei uns. Ja. Wir haben ja den Wolfgang unter Vertrag und der Nächste, der ihn filmen möchte, der hat bitte vorher mit mir zu reden und dann gibt es eine Gage. Ich habe gesehen, gestern waren ja auch wieder, aber gestern war Freitag, ja. Ja. Waren sie auch wieder bei der Katzensteinrenne. Ach, die sind ja jeden Tag da. Die sind ja jeden Tag da. Ja. Gestern war die Schlange nicht so schlimm. Stehen aber auch alle mehr auf dem Haufen. Ja. Ja. Die haben sich ja schon alle beschwert. Die da und dann ist sie da. Du ja auch. Ich bist ja auch eine kritische Stimme. Also, hast du auch gesagt, natürlich hat man ja Angst. Also natürlich hat man Angst. Kritische Stimme ist das so, wie soll ich sagen? Muss dann nicht rechtfertigen, ist ja alles gut. Er hatte Mollmetgefühl, meine Güte. Das ist halt so. Das ist ja. Aber die Leute wollen sind ja auch alle. Haben wir auch alle gesagt, haben alle Angst. Da hast du ja gelesen, was in der Zeitung da war. Ja. Weil die hat ja die Rolle da schon. Viele Partien gesagt, die soll die weiter rausziehen, den Abstand weiter so aus vom Laden weg. Naja, die haben ja alle markiert auf dem Boden, dass sie da nicht stehen sollen. Ja. Das ist ja auch in Ordnung. Ja. Ist ja auch nicht schön, wenn den ganzen Tag oder einen halben Tag, die macht ja bis 1 Uhr oder was? Ja, manchmal auch länger, je nach. Wenn aber irgendwie so eine Schlange von Kränkeln entsteht. Und das kostet ja auch hier 180 Euro, ja. Ja, dann verdienst du doch nur 30 Euro pro Mann, sind immer noch Geld. Ja, am Tag. Ja. Wir haben bald Ferien, Wolfgang, hast ja gesagt, die 2 Wochen und das nutzen die dann, vielleicht machen sie wieder in den Ferien wieder einen Lockdown und so, dass es ein bisschen länger geht mit den Ferien. Das kann natürlich wieder sein. Ja. Gut, ich muss weitermachen. Ja, hast heute. Du gut zu tun? Ich hab zu tun, ja. Wolfgang, wir sehen uns später. Ja, heute, ja. Vielleicht. Wenn nicht, Montag. Ein Froschrad wird vorbereitet für einen neuen Antrieb, weil der ist es nicht mehr hier. Der macht es nicht mehr. Ja, wollen wir mal gucken. Mal gucken, ob es nur die Kassette und Kranz ist.
Der größte Verschleiß entsteht, wenn die, wenn der Dreck, der hier auf den Zahngrenzen drauf ist, wenn der nicht runtergeholt wird. Viele wissen gar nicht, was das Dreck ist. Von nur einem Schaltröllchen, von einer Seite. Das ist die andere Seite. Cool. Haben wir. So, jetzt. Tretlager suchen. Tretlager hier suchen. Das wird schwierig hier. Das fühlt sich schon nach langer Zeit nicht rausgenommen an. Das könnte noch das erste Lager sein. Definitiv kontern. Ja, dann mache ich es mir doch leicht. Ja, Ringschlüssel. Ach, sie ist 17.
Kleine Lager sind da drin, aber durch. Tja, letzte Instanz, Schraubstock. Es ist wirklich unglaublich. Werkzeug kaputt, schon wieder. Der war ja jetzt neuer. Also das Ding ist auf alle Fälle hin. Gut, das war's. Würde ich gerne mal hoffen, ich hätte es nicht probiert. Der ist halt auch zerbrochen. Knack. Darmbruch, Darmbruch. Das war's. Also man kriegt es ja raus. Raus bekommt man es auf alle Fälle. Aber mehr Mittel habe ich jetzt hier nicht tatsächlich. Als, wie gesagt, den hier einmal wieder neu bestellen. Shimano Japan. Schön! Läuft ja noch mal. Läuft halt nicht gut. Ne? Und das Schlimmste daran ist, dass es Spiel hat. Das Lager. Ja! Wir gehen jetzt los zu Tyler's Geburtstag. Tschüssi, hab dich lieb. Ach, ich hab euch auch ganz so lieb. Dich trifft man ja überhaupt nicht. Ja, ich bin ganz dein Lieber. Mami, wir gehen, ja? Hab ich ein Fahrrad von Fahrrad Schumacher. Was haben wir hier? Vogelprobleme. Aber vielleicht ist es doch nur der Keil erstmal. Keil probieren wir. Also der Keil war schon mal extrem. Jetzt müssen wir hier noch einstellen. Extrem noch zum Durchschlagen. Also da hatten wir noch Spiel. Das ist ja gut. Gut für die Dame. Dann kann sie wahrscheinlich ganz billig davon. Dann kann das Ding halt gleich wieder abholen. Ey. Und hier.
Tja. Okay. Haben wir gemacht. Und jetzt spannen wir noch die Kette. Okay, Teile einstellen war das im Grunde genommen. Das ist ja kein Tretlager Schaden hier, weil es läuft echt sauber hier drin. Und auch jetzt knarzt nichts, macht nichts. War jetzt echt nur Keile einstellen, also durchschlagen wieder, kontern, Keile kontern, Tretlager einstellen, Tretlager kontern, Kette spannen, Rad ausrichten, Achsmuttern. Verdrehscheibe versetzen, also die Drehmomentscheibe versetzen, Achsmuttern fest. Und das war's. Total genial. Dann kann ich es jetzt schon anrufen und dir Bescheid sagen, dass es wieder abholen kann. Weil die war happy, die hat sich gefreut. Jetzt zum nächsten Patienten, oben Herkules. Das ist nicht so glücklich. Den hat es erwischt, den hat es das Schaltwerk hinten zerlegt. Das wird keine so schnelle Reparatur. Oder vielleicht doch. Mal schauen. Ich muss jetzt mal die anderen Reparaturen hier beiseite packen, sonst komme ich durcheinander. Okay, dann. Was haben wir hier? Schaut mal hier. Typisch, Schaltwerk in den Speichen verhakt und weggerissen. Richtig regelrecht hier abgerissen. Und das war's. Jetzt guck mal, ob ich ein gebrauchtes da habe. Das ist ein Sachs Commander, die sind halt selten. Super selten. Ob ein normales mit dem Schaltding klarkommt, glaube ich eben nicht. Das könnte nochmal ein Problem werden. Aber wir müssen erstmal das Ganze entheddern. Bitte? Ja, bitte? Keine Ahnung. Nein, nicht. Ja, hier. Ich habe ein kleines bis mittelschweres Problem. Haben sie alle. Ich habe dir doch den jeden Tag eine Latte und eine Pumpe vorbeigebracht. Ja. Und die Pumpe, ja, der nervt mich wie Sau, war von denen, der wirklich zurückkam. Der pumpt damit immer auf, der macht mir die Hölle heiß. Hast du die noch? Nee. Die ist weg. Ich will die eben. Na, dann will ich mal. Also lasse ich eine neue probieren. Der hebt mir so auf den Sack, verstehst du?
Ja, mein Gott, siehst du das? Ja, war die, weil ich auch diese Fischerpumpe war das da, war. Nee, das war so eine einfache oder so. Nur mit, naja, Fischer war die nicht, die war nicht, ich kenne so eine gute. So eine kurze. Nee, nee, das war nie richtig zum Pumpen, aber ich wollte sie ja sehen. Ach, die Standpumpe? Ja. Ja, bitte, gerne, nimm sie mit. Die Standpumpe, die graue hier. Ja. Ja. Mann, ja, da, ja, ich brauche die Pumpe. Ich warum dachte, ich meine Anmerkung. Ich will sie da nicht mehr haben. Die hier, wa? Genau. Ja, aber bitte. Die will ich da nicht. Und ich sag, Mann, ey, das geht jetzt eh eine Woche hier. Das ist ein bisschen dreckig. Ich bin gerade mit dem Antrieb beschäftigt. Den kriegt man von mir. Hau bloß ab, da! Nee, also wirklich, wie kann man denn deswegen so die, ich verstehe das nicht. Das kostet ja nur 690 Euro. Ich hier, der Aldi. Aldi. Ja, Aldi oder Lidl, wir haben die ja manchmal im Angebot. Ich habe eine Fischerpumpe drüben, aber nein, ich will die zurückhaben. Ich sage, Mann, du gehst mir so auf den Sack. Nee, na, ist ja in Ordnung. Nimm die bitte gerne mit, weil ich habe sie noch gar nicht benutzt. Also, ja, ich dachte, ich könnte die weg, dann schnell mal heute weggeschmissen. Ich hab's ihm mal vorher gesagt. Deswegen mache ich sowas nicht. Ja, du, ne? Nein, ich brauch das nicht mehr. Ich sag, gut, dann. Deswegen mache ich immer sowas. Und sehr, sehr ungern, dass Leute immer so Sachen hier lassen erstmal und dann kommt. Das habe ich so oft, dass die später kommen nach einem Jahr. Ich hatte doch mal hier irgendwo und dann fangen sie an zu kramen. Ja, das für mich, mir ist das peinlich, war, obwohl ich eigentlich. Ach, da bist du gemeint. Auch mit dem Sattel, der wäre auch, den hätte ich wegschmeißen können. Aber warum? Der Sattel weiß ich nicht mehr, was das wäre. Ja, ich sage nur, aber so was muss man, der war doch viel neu. Der war doch. Also, wie sieht, warum soll ich ihn wegschmeißen? Na nee. Ja? Ich sag mal, das ist. Ach, ja. Nee, nee, lass bloß bleiben. Dann lehn lieber ab alles. Sag lieber, nee, macht mal selber. Wenn ihr halt verschenken wollt, schenkt mal selber wohin und dann ist gut. Ja, guck's auch. Das nächste Mal. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ja, gleichfalls. Dir auch. Ciao, ciao. Pumpen tut sie wahrscheinlich gut. Achim fand die total toll, die Pumpe. Und so, ach, ich hab die ja hasst. Weißt du warum? Weil die immer rumstand irgendwo und immer umgefallen ist, weil die nämlich nicht stand. Die hat immer so ein ganz komische Pumpe, die nicht vernünftig steht, die immer umfällt. Ja, willst sie hinstellen und die kippt um. Ne, nervt mich. So was kann ich nie brauchen. Auch, eine Standpumpe, es muss auch eine Standpumpe sein. Keine Liegepumpe sozusagen. So, ich schätze mal, ein Sachs-Commander-Schaltwerk werde ich jetzt auf die Schnelle nicht auftreiben können. Aber man wird den Audit brauchen wegen der Indizierung der, da oben der, des Schaltgedönses. Das ist so ein bisschen problematisch. Jetzt muss ich erstmal dieses Schaltauge zusätzlich hier trennen. Das gehört ja jetzt hier nicht mehr ran und das kann man auch für nichts anderes mehr verwenden. Also das muss ab. Das ist ja nur hier ins Ausfallende reingeschoben. Da löst man hier diese Schraube und schiebt das raus. Und diese Teil könnt ihr immer neu brauchen. Ja, für alte Schaltwerke, die ins Ausfallende geschoben werden, ist dieses Teil total wichtig. Und geht, also ist oftmals nicht dabei. Oftmals hat man wirklich nur dann das Schaltwerk und das sieht dann so aus und dann fehlt genau diese Teil. Und dann muss man das, wenn man das so locker hier drin macht, das geht ja auch. Man kann das dann so fest, aber dann sitzt es zu weit hinten, seht mal. Man muss ja in dieser Position sitzen hier, damit es ideal sitzt für unterm Kranz. Ja, und das muss man dann halten, dann muss man das reinbauen, das ist schon ein bisschen kniffliger. Also hat man noch lieber so eine Schraube, schraubt das fest und das war's. Sag's Commander, ich schon auch. Commander. 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 Simplex. Shimano RS Rennsport. Fest. Sachs, das war nicht schon sehr nah. Hä, aber noch eine alte Sachs. Shimano Tournee, die neue. Wow.
schön aus. Wow, Kraft in der Feder, Kraft in der Feder. War selten. Sag's, Hüre. Haben wir ja gelernt. Pfefferbogen. Sachs Turbo-Teil. Sachs Commander. Ich werde nicht mehr. Sachs Commander. Mit Kraft in der Feder. Und Kraft in der Feder. Tony. Zera, SIS, Vector. Oh, Simplex, die Kleine. Leider fehlt die. Golden Arrow. Simplex. Wo ist Simplex? Albit. Hallo. Hallo. Ja, bitte. Hast du Kapazität für ein Kinderfahrrad, wo seitdem es gestern im Schulhof irgendwie umgeworfen wurde, die Bremse klemmt? Ja, guck mal, guck mal. Zug, der mich da irgendwo verhakt hat und mich da durch die Hose lässt. Hast du da? Ja. Jo. Zeig doch mal. Habe ich doch tatsächlich ein Sachs Commander Schaltwerk gefunden. Es lohnt sich schon. Was haben sie mich früher alle belächelt? Oh ja, der hebt ja den Scheiß auf. Der Müller ist ein richtiger Müller. Müll eher. Ja, billig. Aber es zahlt sich auch manchmal aus. Oftmals, jetzt schon. Also, kam mir echt immer zugute, dass ich alles aufgehoben habe. Also alles ja nur nicht, aber vieles. Seht ihr? Jetzt wird das reingeschraubt hier. Ausgerichtet, sodass das hier übereinstimmt. Und erstmal festgeschraubt. Jetzt kommt der. Da oben rein. Wenn man jetzt noch das hier auch zusätzlich halten müsste, das wäre ein bisschen viel. Deswegen hat man eben diese Schraube hier. Ich bin total happy, dass ich dieses Schaltwerk da habe, weil da kann ich ihn auch gleich anrufen, kann er abholen. Das ist fantastisch. Was ist denn hier?
Na, den nehmen wir nochmal raus. Also da ist ja noch mehr im Argen. Da ist das wohl nicht das einzige Problem. Ah, da sieht man ja schon die Kugeln hier blitzen. Was ist denn da los? Ach, oh nee. Kommt von einem ins andere. Das fühlt sich hier auch nach Metall an. Ja. Kugelring ist gebrochen. Hier. Da ist er. Schott, Schott. Schott, ist gerade Schott. Wahnsinn. Na dann. Ui, ui, na, herzlichen Glückwunsch. Ihr Lager ist komplett kaputt. Beide Seiten. Filmst du das? Das ist guter Stoff. Guter Stoff. Unterrichtsstoff. Also, wenn ihr sowas habt hier, wa? Könnt ihr dann einfach wieder zumachen und das Wort. Da klemmt der Lagerkäfig, also der Kugelkäfig. Das ist der Kugelkäfig mal gewesen hier. Und da sind die paar Kugeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 passen rein. Wenn man es jetzt einzeln macht. Schöner wäre mir jetzt ein Lagerring. Aber so lange schon gefahren damit. Ja, Konus ist auch durch. Da stecke ich nur ein paar Kugeln zu und das war's. Zehn, eine noch. Hallihallo. Ja, bitte? Paul. Ja.
Wo steckst du denn, Schöpfchen? Ach, da. Was hast du? Oh. Du sag mal, Großer, das ist hier unangenehm. Ach Gott. Ja, lass den alten Mann ausspielen. Sag mal, Donnerstag ist doch noch ein Tintenball. Und du kennst mich doch. Und du weißt ja, wo ich wohne. Würdest du mir bis Donnerstag mit dem Zehner aushelfen können? Ja, ist das, was ich heute eingenommen habe? Oh. Ja. Ehrlich? Ja, ja. Den hast du am Donnerstag wirklich zurück? Ja, ja, klar. Meine andere Frage, trinkst du mal einen Kaffee? Ob ich Kaffee trinke? Ja. Ja, ja. Wie trinken Sie? Mit Milch und Zucker oder? Milch, nur Milch. Nur Milch. Gut, danke der Nachfrage. Alles gut, alles gut. Donnerstag, Donnerstag auf dem Mittag hast du wieder. Alles klar. Ja, danke für das Vertrauen. Kein Problem, du. Danke. Ja, aber nicht zum Verdaufen. Nee, alles gut. Der ist wirklich nicht zum Verdaufen. Das ist gut, da freue ich mich. Zum Verkiffen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ehrlich. Ach Gott, schütze dich und deine Family. Nee, danke. Bis Donnerstag. Bis Donnerstag. Danke. Ciao, ciao. Nicht zum Versaufen, nicht zum Verkiffen. Lohntütenball. Schnall ich das erst. Und schwupp, schon ist die Kohle weg, die man so verdient hat, der Zehner. Dann kommen sie alle her. Ist halt wieder Monatsende. Mache ich noch ein bisschen Fett hier aufs Lager, und zwar auf hier drin, wenn ich es aufsetze. Was mache ich denn da? Auf dem Lager und nicht auf den Klinken. Vier von zehn. Mal gucken, ob wir jetzt noch zehn zusammenbekommen. Jetzt muss ich das Projekt erstmal auf Eis legen hier. Machen wir aber nachher noch weiter. Also gleich noch weiter eigentlich. Ist ja jetzt immer so, bei so einem Wetter. Beim ersten Tag schlecht Wetter. Kommen sie einmal alle.
Nochmal schnell hier, nochmal schnell da. Mach mal schnell hier, nochmal schnell da. Zweiter, dritter Tag geht auch noch, aber dann stirbt so ab. Zweiter, dritter Tag ist jetzt leider, also der zweite Tag ist leider ein Sonntag. Da ist ja eh nichts. Aber wenn es Montag auch noch regnet, ja, das ist doof. Dahin. Stahlzug schnell. Dann sagen wir ein paar Dinge hier nach. Weiter Text. Tja. 10 Kugeln haben wir neu gefunden. Gerade mal so. Als wäre es abgezählt. Letzte Runde für die Narbe. Wie gesagt. Eigentlich muss ein Käfig rein. Na. Genau, Leute. So, jetzt habe ich es geschafft. Ich habe es geschafft. Entschuldigung, jetzt habt ihr ganz kurz was verpasst. Weil ich mich arg konzentrieren musste. Jetzt setze ich gleich die Stoppkappe hier wieder auf. Ich bin ja so happy gerade. Ja. Schäbchen?
Springring. Gott sei Dank. Geschafft. Aber hier ist eine Irritation in der Schale. Oh Mann, ey. Okay, next. Als nächstes. Ja, Schuhklutz. Gott sei Dank. So. Dann war das auch. Next. Was als nächstes? Jetzt kommt schon, in Anführungsstrichen, das Rad wieder drauf. Alte Konus. Dann kommt der neue Konus wieder rauf. Hallo. Hallo. Ja, bitte. Was darf es sein? Ja, can you pick up my bike? Which bike? This one, the gray one. We have got on the new brakes. Ah, okay. Staubkappe, naja. Essen. Ganz schnell, Gazelle von Stell, Schlauchwechsel, Vorderrad. Ganz schnell. Zumindest ist es so geplant.
dass das ein schneller Wechsel wird. Fahrrad raus. Gute Teil, guck. Der Herr noch weggelassen. Die meisten Reifen gehen ja auch so, ja. Merkt man ja. Aber der hier, der klebt extrem. Damit er sich sauber legt, ob man ihn vernünftig einbauen kann. Und jetzt Talco rein.
Kleine 8 ist drin. Ein 8er Loch. Regnet den ganzen Tag, ey. Jetzt zentrieren wir noch ein bisschen. Die Wand ist fest. Paket? Ja. Paket. Paket. Paket, Paket. Ja. Paket, Paket. Jo, können wir lassen. Ja, ich hungere total. Eine Suppe könnt mir mal noch vorbeibringen hier oder so. Hey, nee, einen Tag, ihr habt's ja, das war ja mal so. Da hat mir einer eine Pizza bestellt. Da kam mittags hier eine Pizza an, eine große. Ja, das war natürlich geil. Das war eine geile Nummer. Fand ich cool, mit dem Zettel dazu. Dankeschön. Dankeschön, Pizza. Das war echt cool. Auch wenn es immer nur kurz anhält, so die Begeisterung für meine Vlogs. Außer bei einigen. Der hartnäckig. Ja, was will ich noch sagen? Wie gesagt, auf der Seite gibt es dieses Loch hier zum Schmieren. Ja, hier, zack, zack. Und auf der anderen Seite, da gibt es natürlich kein Loch zum Schmieren. Auf der anderen Seite muss man Zahnkranz runter. Da ist ein Zahnkranz davor, deswegen ist das schwierig. Zahnkranz runter. Gummikappe hier ab, Abdeckkappe und Gummikappe ab.
Und dann kann man wenigstens von außen eine Lage Fett raufdrücken. Dann wieder alle drauf und dann ist alles schick. Zur Beantwortung der Frage von BH. Wo ich offensichtlich keine Fragen beantworte oder so. Also offensichtlich hat er schon mehrere gestellt. Der ist, klang ganz deprimiert, dass ich immer nicht antworte. Aber jetzt seid nicht sauer. Ich bin so überfordert. Ich lese die Kommentare. Keine Angst. Ich lese auch Petra, was Petra geschrieben hat. Wieder unglaublich ungewöhnlich kennenlernen. Petra uns kennenlernen. Bis ja nicht, wo er herkommt. So ein Quatsch. Die hat mich halt auf den Kicker. Petra, Helga, Emma. Ich sperre jetzt nochmal. Und wenn ich dann nochmal gesperrt habe, bitte, diesmal wünsche ich mir dann als Namen Jacqueline. Das Jacqueline. Ich meine, waren die 90er. Muss doch mal drin sein, dass mich ohne Jacqueline irgendwie so. War nicht, oder was? Good old Jacqueline. Jacqueline uns kennenlernen. Und bitte auch mal ein anderes Bild, bitte auch mal die Bilder wechseln, das ist ja auch langweilig. Ja, wo wir mal nicht gucken, wo der Cut drin ist, weil hier ist alles voll mit Cuts, ey. Yay! Yep. Na dann. Next! Jetzt haben wir keins mehr. Jetzt ist wirklich Feierabend. Oh, die Bremse. Oh Gott, nee. Jetzt Pause. Also ist gut. Mir verdient. Schon 3 Uhr, ey, durchgearbeitet. Das wird morgen, ey.